bin die Karin Schumann und ich war jetzt bei Ihrer Schwester in Bobrovko. Und ach ja, ich erinnere mich, ich habe mit der Renate gesprochen und dann sagte er ganz spontan, ja, können wir uns treffen? Wir haben hier Stadtfest in Bad Godesberg. Und dann haben wir gesagt, ist gut, wie spät haben wir es jetzt? 8:30? Ja, treffen wir uns um 9 Uhr. Und dann haben wir uns um 9 Uhr getroffen und haben uns auch sofort gefunden. Und ja, dann haben wir uns hingesetzt, haben Bier getrunken und jetzt sind wir hier in der Wohnung und erzählen. Ist doch schön, ne? Und jetzt habe ich deinen Bruder kennengelernt und die Familie. Aber doch ein bisschen schon. Doch, ich glaube, Müller Otto Schumann mit Ehefrau Paula und seinen 4 Kindern Erwin, Hans, Doris und Hella lebte und arbeitete in Breitenstein, bevor er 1946 mit seiner Familie die Heimat verlassen musste und all sein Hab und Gut verlor. Freitag, 23. August 2002. Ein Rastplatz bei Magdeburg. Ein Konvoi der Bundeswehr kommt von einem Einsatz aus den Hochwassergebieten. Wir sind auf dem Weg nach Bobrovko, dem ehemaligen Breitenstein in Pommern. Endlose Alleen begleiten uns auf dem Weg von der polnischen Grenze über Braunsfelde bis hin nach Bobrovko. Choćbyś dała cały bochen, cały bochen, nie odejdę od tych okien, nie odejdę, nie. Da ist die Kirche. Im Haus von den Kowalczyks sind wir für 3 Tage zu Gast und haben somit viel Zeit, bei unserem Rundgang durch den Ort die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Hallo, schön. Oh ja, wir haben eine ganze Fuhr mit. Ja, Robert ist hier. Oh, ich habe ja. Jetzt kommen die Männer. Jetzt kommen die Männer. Hallo, jetzt kann ich euch machen. Hat der Olli was im Arm? Nein, Robert. Robert. Alles raus. Guck mal, das ist drücken. Mann, wir haben uns lang. No, górko bardzo dobre. I tamte też. Ja, ich finde das so, dass man denn die Sachen wie hier dann wegmacht. Ne? Wir beide können euch nicht nehmen. Ja, das geht nicht. Ja, da musste man immer vorher, und dann war der Warenstand da und dann war der Wagen dran lang. Im Jahre 1939 zählte Breitenstein 389 Einwohner. Vorbei an Schumanns Mühle wollen wir mit den unmittelbaren einstigen Nachbarn beginnen. Der Bahnhof von Breitenstein direkt neben Schumanns Mühle. Hier wurde 1944 der Film »Das war mein Leben« mit Hansi Knotek und Karl Radatz gedreht. Oh
Und 1901 ist durch Breitenstein eine Eisenbahn durchgewiesen. Ach so, ja, in, siehst du, in 1901. Eins. Und aber nachher, zwölf Jahre später, war die Eisenbahn schon normal. Nicht so eng, nicht so eng sondern schon ein bisschen, normal. Ja, wie normal. Sie nachher, ne? Mhm. Mhm. Toll. Familie Gassan, Amtsvorsteher, drei Töchter. Familie Steffenhagen, kaufmännischer Gutsverwalter, ein Sohn, zwei Töchter. Familie Stiefel, Polizist, zwei Söhne, Dieter und Günther. Familie Rubelt, Briefträger, und Familie Hanke mit den Töchtern Gerda und Sigrid. Gerda lebt heute in Berlin, Sigrid in Kemmen. Die Zäune mit den mächtigen Steinpfeilern auf seinem und Schumanns Grundstück baute Herr Rubelt gemeinsam mit Otto Schumann. Familie Gerling, Bauer, ein Sohn, eine Tochter. Dr. Werner, Arzt in Breitenstein. Familie Schumann, mit im Hause lebte die liebe Oma Anna Schumann und als Mieter die Familie Bergmann, die ihre Wohnung ebenfalls wie die Familie Hanke aufgrund des Feuers im Sägewerk verloren hatte. Das Schicksal vieler Familien in Breitenstein nach dem Einmarsch der Russen. Die Familie Bergmann erhängte sich auf den Dachboden des Hauses. Das letzte Haus am Ortsende gehörte der Familie Wendler. Bäcker, drei Kinder, Hartmut, Eva Maria und Leonore. Wir verlassen die Straße über den Feldweg hinter dem Bahnhof, wo Herr Gassan, Parteifunktionär während der Hitlerzeit, auf offenem Felde von den Russen erschossen wurde. Thank you.
Mitten im Feld ein alter Mühlstein. Der muss aus Schumanns Mühle stammen. Liegt er wirklich schon 56 Jahre hier? Nee, und hier, der ist noch ganz, ob das jetzt was das für ein Stein ist. Aber es sieht aus wie Mühlstein, ne? Irgendwo auf dem Friedhof von Breitenstein sind die Gräber von Gustav Schumann, Opa und Uropa aus dem Jahre 1929 und Fritz, dem Bruder von Erwin, der 1927 im Alter von 10 Jahren an den Folgen eines Gelenkrheumatismus starb. Da hinten ist Antwort. Gucken wir mal jetzt. Eine letzte Ehre am Grab von Frieda und Stanislav Kowalczyk, bevor wir uns zum Nachmittagskaffee in deren Hause zurückmelden. Stanislav war Pole und somit während der 30er Jahre staatenlos. Er arbeitete als Knecht auf dem Gut und lebte in diesem Hause mit seiner Ehefrau und seinen beiden Töchtern Renate und Ilse. Ein Sohn starb im Kindesalter. 1955 wurde Sohn Bernhard geboren, der heute in Bad Godesberg lebt. Der Bruder von Stanislav, von Beruf Friseur, wohnte hier ebenfalls mit seiner siebenköpfigen Familie. Das Haus wird heute noch liebevoll von der Tochter Renate und ihrem Mann Josef gepflegt. Und dann kommt? Und dann kommt Kreuzfelde. Ja. Kreuzfelde. Ja. Na, das war Schirmann im Haus. Ah, ja. Und Seelenquelle. Das war so, mit diesem großen See da, nicht? Ja, ganz doch. Der Gutsbesitzer da von Dolben hat ein Kind zur Taufe gehabt. Also soll getauft werden. Ja. Und dann hat er den alten Fritz oder wem hat ja, er. Ja, der ist war damals hier. Ja, hier. Dem ja, hat er eingeladen. Ja. Und nachher hat der alte Fritz gefragt, also den Gutsbesitzer, was würdest du als Geschenk für das Patenkind, für mein Patenkind, nicht? Weil er war als Patenonkel, sagt man auch. Und dann hat er gesagt, ach, ich will nicht viel. Ich habe hier so ein kleines Pool. Wenn das für meinen Sohn überschrieben wird, dann hat er das gleich gemacht, nicht? Dein Sekretär hat das gleich bei so einem drauf gemacht, ja, nicht? Und war alles fertig. Siegel drauf. Ja, Siegel wollte ich sagen. Ja. Und nachher sagt der alte Fritz, jetzt möchte ich mal den kleinen Pool sehen. Ja. Und da ich, guck mal, wie groß das wie ist. Groß, da. Du ja. hast mich aber überlistet, ja, sagt ja, er. So groß der See, nicht? Aber hat er schon. Siegel war schon drauf und ja.
Das ist doch zu viel, das ist doch schon bewahrt. Oh, dann können wir aber saufen, meine Lieben. Ja, bitte. Schluck, einen Schluck hier, einen Schluck hier. Ja, ja, ja. Heute Abend. Mein Gott. Renate. Ja. Da kannst du immer den Saft, kannst du doch so auch ein, so für Vanillepudding oder so. Und 2 Kilo Zucker. Achso, das machst du jetzt da rein. Wasser warm. Ja. Muss kalt. Nachher abkühlen. Ja. Die Mischung, Butter. Und ja. Also, Mann. Rohre. Plum, 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 plum. Das ist jetzt der gute Wein. Ja. Ja, schön. Der schon so viel. In dieser ehemals evangelischen Kirche fanden unter dem Pastor Wernicke die Taufen und Konfirmationen der Familie Schumann statt. Die hier vor, schon in diese Kirche gearbeitet haben. Ach so. Dieser hier erste. Ja. Das war ein Ukrainer. Josef ist doch auch ein Ukrainer. Ja, 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 ja. Weiß doch nichts. Gar nicht. Und der hieß Bogdan Polifko. War von 51 bis 69. Da ist er gestorben, hat Tuberkulose hat er gehabt. Ich sag mal, Kaiser. Ach, der Kaiser. Kaiser Ludwig von ja, Bayern, Bayern hat den einem Ritter das Breitenstein übergeben. Ach so. Aber und das war in 1333. Der Ritter hieß Nikolaus. Nikolaus. Mhm. Nikolaus von Sack und Henning von Gadow. Ja. So hieß der. Der erste, der hier das von dem Kaiser bekommen hat. Ah. Der nächste Ritter war Henning dann Sanitz. Und der hat so ungefähr 200 Hektare hat er bekommen. 200 Hektar. 200 Hektar ist so ungefähr 400 Morgen, glaube ich. Ja. Ja, ne? Im Jahre 1571, die Besitzer von dem ganzen Dorf sind Johann Georg von Hohenzollern. Ah, die Hohenzollern waren hier schon, ja. Guck mal, das ist was. Ja. Georg, Johann sehen. Georg von Hohenzollern. Ja. Und Arnim von Plato. 1800, ja. Waren Ernst die Georg von Oertzen, da ist ja auch ein bekannter Name. Ja, nicht? Und die waren hier in Bobrovko, haben sie das gut, waren gut Besitzer. Witzer. Ja, ja. War der Ernst Georg von Oertzen, Oertzen. Und Johann Gottlieb Klafke. Aha. Und vom Jahre 1834 war die Familie Fleischer. Was ich gesagt habe, wo das Kreuz noch hier auf dem Friedhof war, da war ich doch so wütend, dass die das weggenommen haben. Ja, guck mal hin. Ja.
Und der letzte Gutsbesitzer war die Familie von Aberkron. Ja, von 1901. Wer erinnert sich nicht an die Lehrer Ninnemann, Steuk und Zielow? In diesem Klassenzimmer wurde gepaukt. Das ist der aus Kuba. Ja, genau. Sechs Jahre ungefähr. Ja, ja. Er hat 6 Jahre hier gefallen auf Deutsch. Seine Vater hier lebt. Aber langsam. Familie Herrgut, Besitzer eines Kolonialwarenladens und Bürgermeister von Breitenstein. 3 Kinder. Und das andere? Atoinove. Was ist das? Was ist das denn? Was steht da drauf? Bobrovko. Bobrovko. No. Das ist 1995 ist das. Das ist ganz neu. Das andere war das alte. Mit auf dem Bus gewandelt. Und das die haben wohl irgendwie was angesperrt. Aber das ist jetzt da eingesperrt. Ja, Polnisch müsste man verstehen. Die Zeichnungen zeigen das alte Spritzenhaus des Ortes, das auch als Gefängnis diente. Toll. Und hier stand auch der erschossene Kanadier drin. Ja. Hier wurden auch schon mal Lausbuben nach ausgeheckten Streichen für eine Nacht eingesperrt. Zu denen gehörte auch Erwin Schumann. Einer der größten Steine hier, nicht? So. Außerdem das ist, zudem haben sie Teufelstein gesagt. Hier den da? Der, wo den wir kriegen heute sie auch gar nicht raus. Ja, der war größer, den von Gerzlow. Der war noch größer. Noch größer. Ja. Aber hier schreiben sie drin, wie groß der ist. Ja. Dass das Teufelstein, weil der passt auf, da unten ist was
Brudel versteckt, dann, ja. Versteckt und er, er passt das auf in den Sträuchern, sitzt da immer und passt auf, dass keiner aus von diesen Steinen rausnimmt. Mhm. Unten soll was... Ein Schatz oder? Ja, ach so. Ein Schatz, ja. Ja, und darum heißt der Teufelsstein? Darum heißt er Teufelsstein. Aber der wirklich, ich weiß, ja, Papa hat auch immer Teufelsstein. Nicht der breite Stein, Teufelsstein. Der Teufelsstein, ja. Oh, hier ist es, ja. Es ist der größte Stein in den ganzen, im ganzen Bezirk Gorju. Mhm. Und ist ein, was unter der... Ja, nein, das ist die Stadt, das aufpasst. Also ach so, unter, ja. Als, ach so, dann, ja. Also das ist so. Rundum hat er 20 Meter. Und 8,5 Meter Umfang hat 20 Meter. 8,5 Meter lang und 4 Meter breit. Die Legende sagt, dass er unter dem Stein ein großer Schatz versteckt ist und der Teufel fast in den Nähe liegenden Büschel diesen Schatz. Ne? Und von diesem Stein kommt auch die deutsche das deutsche Namen Breitenstein. Durch diesen Stein. Alles raus. Ja. Und Lenin und geboren hier. Ja. Also Hochzeit. Da hinten? In Deutschland? Wo ja, ja. Ah ja, genau. Man ist durch. Ah so. An unserem letzten Tag haben wir die Möglichkeit, das Haus der Schumanns von innen zu sehen. Durch ein zerbrochenes Fenster werfen wir einen Blick in das Innere der Mühle. Elli, die jetzige Besitzerin des Hauses, heißt uns herzlich willkommen. Erinnerungen werden wach beim Durchstreifen der Räume.
da ist die Zwischentür. Oder ist das die Haustür? Das ist die Haustür. Ah, das geht raus. Das geht raus. Na? Das ist auch alles alt. Mhm. Und ich nehme an, die besten Sachen damals haben sie auch nicht genommen. Odejdź Jasiu od okienka, od okienka, od okienka. Dam ci chleba pół bochenka dam. Choćbyś dała cały bochen, cały bochen, cały bochen. Nie odejdę od tych okien, nie odejdę, nie. Odejdź Jasiu, ja cię proszę, ja cię proszę, ja cię proszę. Za fatygę dam trzy grosze, dam trzy grosze, dam. Choćbyś dawał trzy tysiące, trzy tysiące, trzy tysiące. Droższa miłość nad pieniądze jest. Odejdź Jasiu, ja cię proszę, ja cię proszę, ja cię proszę. Nie odejdę od twych okien, nie odejdę. Nie!